heute haben wir ein Multitalent hier. Er ist Musikjournalist, er ist Chefredakteur einer unwahrscheinlich engagierten Zeitschrift in Deutschland, die ihresgleichen in Deutschland sucht und einzigartig ist. Und er ist natürlich, sonst wäre er nicht hier, Krimi-Autor. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wer kann sowas in der Größe, in der Breite machen? Das kann sicher nur einer der wenigen Autoren in Deutschland, die so vielschichtig fahren, und zwar Oliver Buslau. Oliver, erstmal herzlich willkommen hier beim Literaturcafé. Wir freuen uns, dass du da bist. Ja, danke für die tolle Einleitung. Ich bin selber ganz überrascht. Also, naja. Du hast Musik und Germanistik studiert. Musikwissenschaft und Germanistik, ja. Ja. Und hast dann unter anderem auch, wie ich gelesen habe, bei EMI Classics als Produktmanager gearbeitet. Ja, damals, das war nach meinem Studium die Zeit. Was macht man als Musikwissenschaftler? Man beschäftigt sich, also ich habe mich natürlich mit klassischer Musik beschäftigt und wollte dann eben auch an die Orte, wo damit Geld verdient wird und wo auch was gemacht wird. Und natürlich ist es auch nicht so leicht, einen Job zu finden. Und ich hatte das Glück, in demselben Jahr dann so einen Vertrag bei der EMI zu kriegen. Habe da 18 Monate gearbeitet. Und wie kam dann der Weg hin zum Chefredakteur von Textart und zum Krimi-Autor? Oh ja, das ist wie immer ziemlich kurvenreich. Also ich muss sagen, auch mein Musikwissenschaftsstudium stand auch immer unter dem Vorzeichen nicht nur der Musik. Es gab mal eine Zeit, da wollte ich auch Komponist werden und habe dann aber irgendwie den Weg an die Musikhochschule nicht geschafft. Aufnahmeprüfung, Horror und so. Auch war immer zu faul zum Üben und so weiter. Aber ich wollte viel über Musik lernen, weil mich dieses Thema interessierte, aber auch, um darüber zu schreiben. Das war für mich immer der Punkt. Also ich komme aus einer Journalistenfamilie, mein Vater war Journalist, schrieb auch Bücher und ich wollte das auch machen. Ich wollte Bücher schreiben und ich komme aus einer Generation, wo man was studiert haben muss, um Journalist zu sein. Das war ja nicht immer so, aber heute ist es natürlich so. Und ich dachte mir, gut, du studierst jetzt Musikwissenschaft und du wirst darüber schreiben, und so ist es auch gekommen. Und irgendwann mal wurde mir das Schreiben über Musik dann vielleicht doch ein bisschen zu langweilig. Oder ich dachte, ich könnte mal was anderes machen. Und dann habe ich irgendwann mal den Sprung unternommen und sage, jetzt schreibe ich mal einen Roman. Und das wurde dann mein erster Krimi. Ja, du sagtest schon, dein Vater ist auch Journalist und Autor. Konntest du auch von den Erfahrungen ein bisschen profitieren und interessiert er sich dann auch für das Schreiben von Krimis und sowas? Ja, also mein Vater, ja, das ist auf jeden Fall so. Ich bin bei meinem Vater in eine richtige Schule gegangen. Also mein Vater ist tot, der ist seit 1990 tot. Aber ich habe meine Kindheit wirklich verbracht als Kind eines Autors. Und ich habe meine Kindheit in Zeitungsredaktionen verbracht. Meine Mutter und ich haben meinen Vater in der Zeitungsredaktion sonntags besucht. Mein Vater arbeitete in Koblenz bei der Rheinzeitung, später bei der Deutschen Presseagentur. Wie er dann die Montagszeitung machte, damals noch so mit Layout und Machen und Tun und Messen und hier kommt ein Bild hin und so. Und ich durfte dann da in der Redaktion mich ergehen und spielen und habe auf der Schreibmaschine getippt und Manuskriptpapier. Diesen Geruch von den ganzen Sachen kenne ich heute noch. Gab ja noch längst keine Computer, es gab noch nicht mal elektrische Schreibmaschinen. Ne, das war ja Anfang der 70er Jahre oder so. Und damit bin ich aufgewachsen. Das hat mich schon immer fasziniert. Und als ich dann selber anfing, für die Zeitung zu schreiben, das war relativ früh, so mit 17, 16 so rum, fing ich an, so kleine Konzertkritiken zu schreiben und so. Und da hat mein Vater mir auch viel beigebracht. Hat immer gesagt, wie man das schreiben muss und dass das Wichtige an den Anfang muss und wie das alles so läuft. Das habe ich da so mitbekommen. Ich habe 1999 meinen ersten Krimi geschrieben über den Wuppertaler Privatdetektiv Remigius Rott, der dann zu einer Serienfigur wurde. Damals war es so, naja, wissenschaftlich will ich nicht unbedingt sagen, ich war vielleicht eher so ein bisschen zögerlich. Also man leidet, glaube ich, als Autor am Anfang oft darunter, dass man sich selber so perfektionistisch ansieht und sich dadurch so ein bisschen behindert. Man lässt sich so leicht erdrücken eigentlich von den vielen Vorbildern, die es so gibt und was sonst noch so auf dem Markt passiert. Und man traut sich das unter Umständen nicht so richtig zu. Man schiebt es dann so vor sich her. Vor allen Dingen, wenn man einen Beruf hat, wo man ja ohnehin schreibt und ständig veröffentlicht wird, dann steht das immer hintan. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, nee, also das mache ich jetzt richtig. Ich werde jetzt diesen Krimi schreiben und habe natürlich mir auch ein bisschen Hilfe geholt von Leuten, die ich so kannte. Man kennt in Köln, ich wohne ja in Bergestadtbach bei Köln, also ich kenne über drei Ecken allerlei Leute, die so mit Drehbuchschreiben zu tun haben und so. Die haben immer gesagt, ja, du, pass mal auf, achte mal da drauf. Die haben
gesagt, also wenn du das richtig ernsthaft machen willst, dann so und so und so und so. Und dann habe ich eben das auch so getan und als der dann endlich fertig war, der Krimi, dann habe ich den an Immons geschickt und der wurde angenommen und da war ich total happy und so hat sich das dann entwickelt. Diese Lockerheit, die ist immer wieder in so einem Projekt, was ja sich relativ lange hinzieht, manchmal da, manchmal nicht. Das ist, glaube ich, normal. Es gibt immer so Phasen, da ist man total überschäumend und denkt, boah, super Idee, jetzt musst du, und dann kommt man auf Sachen und dann recherchiert man und dann schreibt man und dann plant man. Dann kommt wieder so ein Durchhänger, dass man sagt, mein Gott, das ist alles ein Schwachsinn. Also das kannst du so überhaupt nicht machen, das geht überhaupt nicht und Blödsinn und so. Das ist aber diese übliche kreative Kocherei, die da in einem stattfindet, das ist ganz normal. Und da müssen die Menschen, die mit mir zusammenleben, auch leider mit fertig werden. Abgesehen von mir natürlich. Du arbeitest seit 1993 als freier Autor und Journalist und so mit dem Schwerpunkt eigentlich auf klassischer Musik. Und eigentlich gehörst du auch mehr so in die Zeit der Rockmusik von Glamrock und all diesem Kram. Generationenmäßig. Wo kommt diese Liebe zur klassischen Musik her? Das kann ich nicht sagen. Also das ist ganz seltsam. Die meisten Leute, die ich kenne, und ich kenne viele Leute, die mit klassischer Musik zu tun haben, die haben eine sehr klare Vorgabe irgendwann mal vom Elternhaus bekommen. Das wird nicht immer angenommen. Also manche lehnen sich dagegen auf, lassen es, fertig. Aber die, die bei der klassischen Musik bleiben, haben normalerweise irgendwelche Leute in der Familie oder so, die das irgendwie gefördert haben. Das ist vielleicht auch nicht immer so natürlich, aber sehr oft. Bei mir war es so, dass meine Eltern prinzipiell immer das gefördert haben, was ich gerne machen wollte irgendwie. So kommt mir das jedenfalls heute vor. Aber bei mir war es wirklich so, dass auch meine Eltern mir da vollkommen freie Hand gelassen haben und ich einfach selber diesen Geschmack entwickelt habe. Ich habe irgendwann mal gemerkt, die klassische Musik sagt mir sehr viel mehr. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich keine Popmusik höre, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich bin, glaube ich, sogar von den absoluten Klassik-Freaks noch jemand, der relativ viel Popmusik hört, weil mir die Musik als solche auch Spaß macht. Ne? Aber ich glaube, dass das einfach bei mir irgendwie so eine innere Antenne war. Vielleicht auch eine Begabung oder so. Ich habe keine Ahnung. Also nur, ich war da sehr frei drin. Und das kam einfach so. Und dann habe ich angefangen, halt Instrumente zu spielen. Ich habe dann Geigenunterricht gehabt, Klavierunterricht, wie das so ist. Und dann schälte sich irgendwann heraus, ja, der Junge interessiert sich ja sehr dafür. Also wird er auch irgendwas studieren? Dann kam die Idee Musikwissenschaft, ganz normale Entwicklung. Für mich war das sehr organisch. Ist das auch so eine Art Gegengewicht zum Schreiben, wenn man dann an Konzerten teilnimmt und Kritiken schreibt? Ja, also ich schreibe ja Kritiken eigentlich nur über CDs, also nicht über Konzerte. Also du meinst jetzt die Musikwelt? Die Musikwelt wahrscheinlich. Ja, also auch dieses Event. So als Gegenveranstaltung. Ja, das stimmt. Ja. Das nutzen wir auch, meine Frau und ich. Meine Frau arbeitet auch in der Branche. Die hat eine Agentur für klassische Musiker. Und das zieht dann nach sich, dass wir oft gemeinsame, ich sag mal, Termine haben oder Anlässe, irgendwo hinzufahren. Wir fahren zum Beispiel häufig nach Salzburg, Salzburger Festspiele und so. Und das ist dann für uns auch in Anführungsstrichen so eine Art, also für meine Frau ist es Arbeit. Und dann ist es für mich irgendwie so ein bisschen, ich komme in eine andere Umgebung. Und ich habe übrigens in Salzburg auch zu Zeiten der Festspiele meinen ersten Krimi geschrieben, im Hotelzimmer. Ja, das war für mich damals auch wichtig. Ich musste unbedingt weg. Ich konnte das zu Hause irgendwie nicht, weil da ständig Leute anriefen. Du hast im Interview mal gesagt, dass der Krimi eine der anspruchsvollsten Literaturgattungen ist, so wie der Kontrapunkt in der Musik. Ja. Erklär das mal so musikalischen Laien. Naja, ich wollte ja am Anfang Komponist werden. Diese Zeit gab es. Ich habe auch einiges komponiert übrigens, was auch bei der GEMA läuft und so, was auch aufgeführt wird. Ein Karnevalsmarsch, ne? Ja, zum Beispiel ein Karnevalsmarsch, einen ganz bekannten sogar in Rheinland-Pfalz. Ja. Es ist ja in der Musik so, dass wenn man an die Musikhochschule geht und Komposition studiert, man etwas sehr Altmodisches lernen muss. So ähnlich wie ein Maler, der zum Beispiel lernen muss, die Perspektive zu beherrschen. So gibt es in der Musik bestimmte Aufgaben, das nennt sich Harmonielehre und Kontrapunkt. Und da gibt es bestimmte Formen in der klassischen Musik, die man dann nachahmen muss. Und das Grundprinzip besteht darin, dass man es schafft, eine Melodie zu erfinden und dazu mehrere Stimmen, die aber für sich genommen auch Melodien sein könnten. Das heißt, die müssen zu der Stimme passen und trotzdem dürfen sie nicht einfach nur so ein Umfta, also einfach nur so eine Begleitung sein, sondern müssen sich für sich selber auch eine Melodie ergeben. Das findet man sehr häufig zum Beispiel Kanon ist eine ganz extreme Form davon, genau. Und man findet das sehr häufig in der Barockmusik, speziell bei Bach. So. Das müssen die Komponisten lernen. Die gehen da wirklich hin und lernen, Stücke im Stil von Bach zu schreiben. Und als ich dann anfing, den Krimi überhaupt Krimis zu schreiben, fiel mir auf, dass der Krimi ähnliche Dinge hat,
also ähnliche Kunstfertigkeiten erfordert, weil es geht darum, sehr ökonomisch eine Hintergrundgeschichte erstmal zu verbergen und so langsam hervortreten zu lassen. Und jede Information ist ja wichtig, also man darf gar keinen Fehler machen, also so wie in diesem Kontrapunkt, da gibt es ganz, ganz strenge Regeln, damit die Stimmen auch wirklich unabhängig sind und so. Und so ähnlich kommt mir das manchmal vor im Krimi. Also dass man wirklich sehr genau, also es wird sehr viel abgefragt und alles sehr eng und fein und genau muss es sein. Ich kann also nicht pfuschen, ich kann nicht irgendwie auf einmal irgendwelche Fakten verdrehen oder so, sondern das muss alles nachvollziehbar sein, logisch und so. Und das hat mich unheimlich fasziniert. Das habe ich dann auch erst gemerkt, als ich es machte. Das fand ich eine sehr, sehr interessante Erkenntnis. Also mir kommt es so vor. Auf der anderen Seite ist der Krimi natürlich auch irgendwo wieder Popmusik. Ist ja klar. Ja, und, klar. Und das ist auch vielleicht die Faszination, dass er auf der einen Seite diese Strenge hat und auf der anderen Seite dieses Unterhaltende, was ja auch schwer zu machen ist. Und so ganz nebenbei hat ja Popmusik auch ihre ganz klaren Regeln. Das ist ja auch nicht so einfach zu machen. Das ist gerade durch diese Begrenztheit der Möglichkeiten, der Form und der Dauer ist man ja unglaublich festgelegt. Das ist schon sehr schwer. Das ist im Krimi auch so. Also ich ziehe da immer automatisch solche Vergleiche, weil ich einfach damit aufgewachsen bin. Mhm. Ja. Der Emons Verlag, vielleicht nochmal für unsere Zuschauer, ist ein Verlag der Kölner Heimatliteratur, so bezeichnen sie sich ja selber. Mhm. Aber sie haben in den letzten Jahren natürlich auch sehr, sehr viel in Richtung Krimi gemacht. Ja, die haben damals mit den Köln-Krimis angefangen. Ich glaube, das war so 84, 86 so rum. Ich glaube, 86 ist der Emons Verlag gegründet worden sogar, wenn ich mich nicht irre. Und dann haben die also angefangen, der erste Köln-Krimi, Tödlicher Klüngel, kann mich noch daran erinnern. Für dich ist die Verbindung zu Emons sehr wichtig, denn ja, also sagen wir mal so, das hat einen bestimmten Hintergrund, weil ich meine, man hat seinen ersten Krimi geschrieben. Man schickt den an einen Verlag. Bei mir war es halt der Emons Verlag, weil ich den halt kannte. Ich wusste, da gibt es den Emons Verlag, die machen ganz tolle Krimis und so. Dachte ich, gut, schickst du mal hin. Und dann hat sich aber gezeigt, das war auch eine ganz lustige Erfahrung, ich gehe da also hin und schrieb den also so und so. Ich hätte eventuell noch eine andere Möglichkeit gehabt, den Krimi zu veröffentlichen, mehr so auf privater Ebene. Und das habe ich denen dann auch geschildert. Und ich habe gesagt, also wenn ihr den jetzt haben wollt, dann sagt bitte Bescheid. Ja, ich habe dann so einen etwas leicht frecheren Brief eigentlich geschrieben, als Autor normalerweise schreiben würden. Dann riefen die auch sofort an und sagten, ja doch, wir sind interessiert, alles wunderbar, kommen Sie mal vorbei. Und dann kam ich da vorbei. Und dann stellte sich heraus, was die eigentlich so richtig fasziniert hatte, war die erste Seite und vor allen Dingen der erste Satz. Der erste Satz hat die total fasziniert, von meinem ersten Krimi. Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja schön. Und jetzt? Und dann holte die Lektorin einen Zettel raus. DIN A4 quer sah aus wie ein Stundenplan in der Schule. Und was die einzelnen Wochentage sind, die in einem Stundenplan stehen, waren die Figuren der Handlung. Und darunter lief die Zeitschiene. Auch wie auf dem Stundenplan, nur halt nicht in Stunden, sondern in Tagen. Und da war immer eingetragen, wer wann was tat. Und dann war mit Rot angezeigt, dass bestimmte Sachen überhaupt nicht funktionierten. Dass also die eine Figur ja gar nicht die Figur treffen kann, weil die ja zu der Zeit da und da ist. Und dann sagten sie so, schreiben Sie nochmal um, dann reden wir weiter. Wir sind schon interessiert, aber wie gesagt, der erste Satz und so. Ne? Also, und ja, so. Dann dachte ich so, in mir, der klassische tragische Konflikt tat sich auf, ja, gehe ich jetzt hoch erhobenen Hauptes raus und sage, ich bin ein Genie, ihr Deppen? Oder sage ich, Moment mal, hier stehen lauter Krimis und lauter Manuskripte und ganz viele Verträge in den Ordnern. Ich glaube, hier kann ich was lernen. Und ich muss sagen, ich habe mich dann zu zweiterem entschieden und ich muss sagen, meine Lektorin, das war nicht die, sondern die Analyse gemacht hatte, die Stefanie Rahnfeld, die also die Manuskripte bearbeitet und nicht die Produktionslektorin ist, die hat dann mit mir, also das, ich musste den noch zweimal umschreiben, den Krimi, aber das ist seitdem meine Lektorin bei Emons und ich muss sagen, die machen einfach viel Lektoratsarbeit. Und ich habe erst hinterher erfahren, dass das heute gar nicht mehr so unbedingt üblich ist bei vielen Verlagen. Und da war ich wollte jetzt nichts mehr dazu sagen. Ich habe in letzter Zeit so geknatscht, dass scheinbar viele Sachen gar nicht mehr lektoriert werden. Ja, nee, ich höre das auch von anderen Autoren. Und da muss ich sagen, Mensch, das ist ja wirklich toll. Und die Stefanie Rahnfeld, die hat mir wirklich irgendwo auch beigebracht, wie man so einen Krimi schreibt. Also eigentlich hat ja so ein Lektor, um auf die Musik zurückzukommen, so eine ähnliche Funktion wie in der Musik der Produzent. Der muss irgendwie die Firma im Rücken haben,
muss immer darauf achten, passieren da auch wirklich Dinge, die zu uns passen, die wir hinterher verkaufen können. Aber er muss auch gleichzeitig drauf gucken, was kann ich denn aus dem Künstler, sprich Autor, rausholen? Kann der nicht manche Sachen noch besser? Könnte der nicht hier nochmal, oder wäre das vielleicht noch eine Idee? Und genau so ist die. Und das finde ich einfach super. Und wir machen es mittlerweile so, wenn ich einen neuen Krimi schreiben will, da schicke ich gar kein Exposé mehr, sondern ich lade die Stefanie zu mir nach Hause ein und erzähle der die ganze Geschichte. Und dann merke ich beim Erzählen schon, am Gesichtsausdruck, Moment mal, hier stimmt irgendwas nicht. Das hat die jetzt überhaupt nicht kapiert, wieso das jetzt auf einmal eine Überraschung sein soll und so. Und das ist die beste Methode. Ne? Also es ist doch so, dass man das Plot so ein bisschen durchplanen muss und nicht einfach beim Schreiben so die Geschichte vor sich hin galoppieren lassen. Ich schreibe nie Dinge, weder musikalisch noch krimimäßig noch sonst was, wenn ich nicht weiß, wie das hinterher ausgeht. Mache ich nicht. Sehe ich auch überhaupt nicht ein. Ich meine, weil natürlich mache ich mir Notizen und denke, okay, das könnte so anfangen und für den Mittelteil habe ich noch die Idee. Also es gibt haufenweise Ideen und Bruchstücke und so. Aber wenn ich wirklich Erzählung schreibe, Text, ja, dann weiß ich auch genau, was da passiert. Also ehrlich gesagt weiß ich das so genau, dass ich mir manchmal einbilde, es wäre wirklich passiert. Ja, aber ich auch oft bei Autoren so, dass man sagt, ich lass meine Figur einfach sich während des Schreibens frei entwickeln. Das machst du nicht. Nee, das kann ich nicht, vor allen Dingen nicht, wenn es um Krimi geht. Ja, gern. Danke. Weil ja, der Krimi ist ja etwas, was... Der Krimi arbeitet mit Überraschungen. Das heißt, da ist irgendwas im Hintergrund, was mehr ist, als der Leser weiß. Und das ist doch so ähnlich wie ein Rätsel. Ich kann doch auch nur jetzt irgendwie ein Rätsel machen. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist lila. Oh, so ein Mist, wir haben hier gar nichts in lila. Ganze Rätsel im Eimer. Ja, ich muss das doch vorher wissen, was da lila ist, bevor ich dieses Rätsel... Das ist doch eine ganz einfache Sache. Es hat mal jemand gesagt, ich glaube, es war Rudi Carrell, man kann nur was aus dem Ärmel schütteln, wenn man vorher was drin versteckt hat. Ich meine, ich kann mir das nicht anders vorstellen. Wie gesagt. Und ich glaube, dass es auch wirkungsvoller ist, wenn ich einfach weiß, hinterm Vorhang, da kommt jetzt noch was. Ne? Aber finde ich persönlich einfach lustiger oder besser. Irgendwie kann ich besser, weil man will ja auch den Leser so ein bisschen, nicht an der Nase rumführen, klingt ein bisschen brutal, aber doch auch so täuschen und... Ne? Das gehört ja dazu. Ich kenne das Ganze immer nur vom Film her und da fällt mir immer nur Hitchcock zu ein, der das perfekte, das ganze Storyboard von dem Film immer schon vorweg fertig hatte. Das hat natürlich zur Folge, dass sich das Schreiben anders anfühlt, als manche Leute glauben. Weil irgendwo es dann auch unter Umständen ein Joch sein kann. Man weiß schon, was man in den nächsten 3 Tagen erzählen wird, man muss es aber leider tun. Und dann sitzt man da morgens, ich mache das immer morgens, so ab 8:15, so bis zum 9:15, das ist so meine Schreibzeit. Weil 9:30 geht es dann los mit der eigentlichen Arbeit. Und dann, Was? Ja, also Musikjournalismus, telefonieren, das ist ja auch viel Terminkram. Leute wollen von mir noch schnell eine Kritik von der und der CD. Oder ich schreibe Einführungstexte für Konzerte und so. Mhm. Dann hat sich ein Programm geändert, dann muss ich recherchieren. Ich meine, ich weiß ja auch nicht unbedingt was über das 3. Streichquartett von Villa Lobosch oder so. Dann muss ich mir das auch mal angucken und so weiter. Also insofern kann man dieses Krimi schreiben, das mache ich halt so viel es geht. Aber ich... hab dann, wenn ich schreibe, auf jeden Fall meine feste Kernzeit. Das sind so 2 Stunden am Tag, das reicht dann auch. Dann schreibe ich irgendwie 7 Seiten oder so. Manchmal auch 10, manchmal nur 5 oder so. Und dann weiß ich auch ungefähr, also in 2-3 Monaten bist du durch die erste Fassung durch. Und das ist überhaupt der Punkt. Darauf kommt es dann an. Ne? Man muss immer wissen, worauf es ankommt in jeder Phase der Arbeit. Sonst verzettelt man sich. Das ist was ich nicht mag. Also, weil ich immer das Gefühl habe, ich riskiere Zeitverlust. Das macht mich ganz kribbelig. Also bei allem. Thank you.